Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es wieder um das Slime. Das Slime, das kann man sich ganz einfach in den Fahrradschlauch einfüllen und dann ist das Fahrrad relativ pannensicher. Das heißt, die Reifen sind dann gegen Platten geschützt. Das heißt, das ist kein Tubeless. Tubeless ist etwas anderes, ist auch etwas teurer. Da muss man definitiv ganz andere Komponenten haben. Hier in diesem Video geht es nur um das Slime, dass man sich in den Schlauch einfüllen kann und das ist relativ günstig. Und wirklich auch schnell gemacht. Ich brauche für zwei Reifen ca. 10 bis 15 Minuten. Also viel Spaß in diesem Video. So, dieses Bike wollen wir ein bisschen modifizieren mit Slime in den Reifen. Das heißt, hier haben wir einen Kettler mit Doppelakku, da kommen wir unheimlich weit mit. Aber wie gesagt, wenn natürlich man Platten hat und die Reifen nicht pannensicher sind, dann kommen wir auch nicht weit. So, für diese Arbeit braucht man nicht viel. Eine Pumpe, eine Flasche Slime. Und für die Ventile, den Einsatz rauszudrehen, für Autoventile, ist alles schon in der Flasche vorgesehen, im Deckel. Ventilkörper abschrauben. So, wenn ihr den Deckel vom Slime abschraubt, dann seht ihr, dass im Deckel ein Adapter ist, um die Autoventile, den Einsatz herauszuschrauben. Das müsst ihr machen, sonst bekommt ihr den Slime ja nicht in den Schlauch eingefüllt. Das heißt, viel zu schwer, beziehungsweise dann verklebt das ganze Ventil, also das ist ein Muss. Bevor ihr den Ventilansatz rausdreht, natürlich Druck ablassen. Jetzt könnt ihr das mitgelieferte Schlauchstück auf den Ventilstutzen aufsetzen. Das mitgelieferte Zubehör ist passgenau für Autoventile. Auf der Flasche ist auch noch eine Skala drauf, das heißt, für normale Fahrradreifen 118 Milliliter sollte man einfüllen. Breitere Reifen, größere Reifen, da nehmen wir etwas mehr. Wir haben so circa 160, 180 Milliliter reingehauen. Das sollte auch jetzt ausreichend sein. Und ja, natürlich ganz klar nur grob abgeschätzt. Man kann es genau machen, indem man es auf eine Spritze aufzieht und dann genau nach Milliliter einfüllt. Aber wie gesagt, das ist nicht zwingend notwendig. Natürlich sollte ich auch nicht die ganze Flasche in den Reifen reinprügeln. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Beim Slime einfüllen auf jeden Fall darauf achten, dass der Ventilstutzen seitlich steht. Nach dem Einfüllen einmal den Ventilstutzen ein bisschen sauber machen. Ventileinsatz wieder eindrehen. Luft aufpumpen. Das war's. Genau das gleiche macht ihr jetzt im Hinterrad und dann ist euer Fahrrad pannensicher.